Neben diesem Mega-Radiator, ja, könnt ihr euch das einfach, wie fett das Teil ist. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und in dem heutigen Video, ja, geht es um das hier, das brandneue Gehäuse von Gecko ITX. Ja, der kleine Ableger des Gecko Air, das entsprechend bis zu ATX Mainboards unterbringen konnte, jetzt auf ITX geschrumpft. Ja, was macht das Ganze so besonders? Ja, ganz klar, ein Open Testbench, so wie es eben hier eins ist, ermöglicht es sowohl in Sachen CPU-Kühler als auch GPU-Länge alle möglichen Variationen zuzulassen. Ja, wir haben ein Showcase, das heißt, die Hardware, die ihr verbaut, wird nach außen hin präsentiert. Ja, ihr könnt das Ganze richtig schön auf eurem Schreibtisch zum Beispiel gerade mit dem kleinen kompakten Formfaktor im ITX präsentieren. Ja, gerade so wie es Gecko hier auf deren Website abgebildet hat, mit einem richtig potenten Luftkühler sieht das Ganze schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also wenn ihr dort die Finnen und die Heatpipes entsprechend so zur Schau stellen könnt, mega nice. Ja, wir werden heute das Ganze zusammenbauen, denn wie bereits gesagt, das Ganze kommt flach verpackt und mit sehr günstigen Versandoptionen aus Thailand zu euch nach Hause geschickt. Und das Coole an dem Ganzen ist, ihr baut das Ganze selber zusammen und das werden wir gleich Schritt für Schritt zusammen machen. Aber ihr spart eine Menge Geld, weil das ganze Gehäuse, ja, kostet 2550 Baht, ja, thailändische Währung, umgerechnet sind das unter 80 Euro. Mega gute Preis-Leistung, die ihr hier wieder einmal von Gecko ITX geboten bekommt. Übrigens, wer Gecko noch nicht kennt, ja, mein eigenes Gehäuse, Project Dark Colossus hier an der Stelle, ist von Gecko in Kooperation mit Kux TV, mit dem Kanal hier entstanden. Ihr seht schon, der AlphaCool Nexus XT45 Supernova 1080 mm Radiator ist auf dem Tisch. Und ich habe hier von AlphaCool ein weiteres Produkt, das wir heute zusammen verwenden werden. Ja, und zwar sind das Radiator-Standfüße. Ja, jetzt denkt ihr euch, wie Standfüße? Ja, wo soll man den hinstellen? Ja, dann kennt ihr den 1080 mm Radiator nicht. Das Ding, ja, 4,5 cm dick und es passen insgesamt 920 mm Lüfter drauf. Das Ding ist einfach ein Brecher. Ja. So, und dieser Radiator, ja, lässt sich entsprechend auch mit Standfüßen ausstatten. Das heißt, ihr könnt ihn vielleicht unter den Tisch, hinter den Monitor, sonst wo entsprechend das Ganze hinstellen. Und dann mit den Tubes vom Radiator selbst zum Gehäuse gehen. Und ja, das ist so meine Idee. Ihr könnt das Gecko Air natürlich mit einem Luftkühler ausstatten. Das Ganze unterstützt auch 120 mm IO Support, das heißt, eine kleine Wasserkühlung lässt sich hier auch ohne weiteres mit in Betrieb nehmen. Aber ich will euch zeigen, ja, wie ihr hier ein kleines ITX-Board wie das Asus Z690i Strix-Board mit i9 12900K. Ja, also enorm viel CPU-Rechenleistung im ITX auf dem Tisch mucksmäuschenstill betreiben könnt und unter dem Tisch entsprechend so einen Monster-Radiator haben könnt. Im Winter, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das Ganze noch zusätzlich ganz gut als Heizung dient, gerade wenn ihr dann noch zusätzlich eure GPU mit anbindet. In dem heutigen Testsystem werden wir eine GTX 1080 Strix-Karte hier verbauen, einfach nur repräsentativ für eine x-beliebige GPU, weil, wie bereits gesagt, das Gecko Air ITX, ja, das hat keine Grenzen. Das ist offen, entsprechend könnt ihr jede x-beliebige Grafikkarte drin verbauen, auch bei sehr, sehr dicken Triple-Slot-Karten gar kein Thema. Vom Volumen her müsst ihr euch das Ganze in etwa so vorstellen, dass, wenn es ein in sich geschlossenes Gehäuse wäre, das Ganze gerade mal 10,5 Liter Fassungsvolumen hätte. Also in etwa so viel, ja, sogar ein bisschen weniger als das Dan A4 H2O. Wie bereits gesagt, wir machen uns jetzt erstmal dran, uns die einzelnen Teile vom Gehäuse anzuschauen und das Ganze fix zusammenzubauen. So, das ist alles, was ihr von Gecko geliefert bekommt. Wir haben hier eine kleine Tüte mit Schrauben. Ja, einmal fürs Netzteil. Die Standoffs fürs Mainboard mit dazugehörigen Schrauben. SSD-Schrauben. Zusätzliche Schrauben für das Motherboard und die GPU. Ja, ein paar Unterlegscheiben bzw. Gummifüße für die Standfüße des eigenen Gehäuses. Sämtliche Schrauben, mit denen ihr das Gehäuse
zusammen montieren werdet. So, das Schöne ist, die ganzen Sachen sind einzeln verpackt. Das heißt, ihr könnt jedes Tütchen dann zur Hand nehmen, wenn ihr es benötigt. Wir werden wahrscheinlich als erstes die ganzen Schrauben hier für das Gehäuse selbst benötigen. So, dann haben wir hier ein Adapterkabel für euer Netzteil. Ja, damit können wir entsprechend den Netzteilanschluss von vorne, wo das Netzteil sitzt, entsprechend nach hinten zu den sämtlichen anderen Kabeln abführen. Das ist mit im Lieferumfang enthalten und Teil des Gehäuses. So, enthalten sind auch ein richtig schöner physischer Startknopf. Ja, der klickt richtig schön, hat einen Custom-Kabel und alles schön in schwarz gehalten. Wunderbar. Zwei USB 3.0 Anschlüsse entsprechend auch vorhanden. So, jetzt befreie ich erstmal alles ganz kurz von der Folie. So, und damit haben wir sämtliche Teile von dem Gecko Air ITX soweit losgelöst. Und was ich nochmal hier an der Stelle anmerken möchte, ja, die Teile sind sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Also komplett aus Metall, ja. Lediglich ein paar Elemente entsprechend zur Verbindung der Teile aus 3D gedruckten, aber gleichfarbigen Elementen. Sieht sehr schick aus und sehr minimalistisch. Also wir haben hier wirklich sehr wenig Teile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teile. Ja. Und das war's schon. Ja. Lediglich ein paar Schrauben und dann ist euer System im Gecko Air ITX auch schon soweit fertig. Und genauso einfach wird es sich zusammenbauen lassen, weil im Endeffekt alles... Ja, ist einfach auf dieser Platte drauf montiert und die kann dann entweder horizontal oder vertikal auf dem Tisch positioniert werden, nimmt sehr wenig Platz weg und sieht sehr schick aus, vor allem wenn ihr dann noch sehr schicke Hardware im Einsatz habt. Was ich nochmal hervorheben möchte, ist, dass das hier eben das Gecko Air ITX in Schwarz ist. Es gibt insgesamt, ich glaube, 7 unterschiedliche neue Farben, die ihr entsprechend auf der Seite von Gecko auswählen könnt. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ja, jedes Gehäuse von Gecko, das ich hier habe auf dem Kanal, davon habe ich inzwischen schon einige für euch vorstellen können. Und man merkt einfach jedes Mal ein kleines bisschen höhere Qualität und allgemein im Engineering. Ja, eine enorme Verbesserung. Payo, der Hersteller von dem Gehäuse, arbeitet kontinuierlich dran, deren Gehäuse und Fertigung zu verbessern und das merkt man auch. Homie day and night, got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that real light. So, nachdem ihr das Grundgerüst jetzt soweit zusammen habt, ja, haben wir hier zwei innenliegende Schrauben, die noch fehlen. Und hier oben zwei äußere. Homie day and night, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that real light. So, als nächstes kommt unser Netzteil dran. Wir haben hier nämlich einmal so eine Netzteilstellfläche, würde ich sie mal nennen. Achso. So, das hier ist die Netzteilstellfläche. Ja, die Netzteilstellfläche wird nämlich hier so untergebracht, sodass das Netzteil hier aufliegen kann. We'll be right back.
stop it, homie, regardless. And I ain't stopping, no, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey, yo, that's me, I run it like a track meet. A rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and sack on drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. So, beim Mainboard ist mir gerade etwas aufgefallen. Und zwar ist das Z690i von Asus hier, wenn ihr euch das anschaut, so 2-3 mm höher als normale ITX-Boards hier im Heatsink-Bereich. Ja? So, kann man hier am besten sehen, wenn wir das Ganze umdrehen. Hier die obere Ecke. Also das ist wirklich ein Ausnahmefall, aber falls ihr Probleme haben solltet, das Ganze zu montieren, ja, macht einfach hier oben diesen Netzteilstecker, ja, ein bisschen locker. Dann lässt er sich hier auch diese 2-3 mm nach oben ziehen und dann ist die Montage hier von eurem Mainboard kein Thema mehr, ja. So, übrigens, für alle Interessenten, ja, wir könnten hier im oberen Bereich, ja, schauen wir uns noch einmal an, bevor wir die GPU montieren, denn so haben wir noch ein bisschen Platz, ja. So, ja, hier oben haben wir die Möglichkeit, hier diese Halterung zu montieren, sodass wir hier auch einen 120 mm Lüfter für besseren Airflow montieren könnten oder eben eine 120er AIO mit 120 mm Radiator wäre hier auch kein Problem. Ja, ist auf jeden Fall nett zu wissen, dass das Ganze geht, aber ich finde, es sieht deutlich minimalistischer aus, ja, wenn wir das Ganze ohne machen. Ja. Dann haben wir hier nämlich die gesamte Gegend hier frei, könnten hier unseren Luftkühler oder Waterblock positionieren. Mega nice. Und sieht das nicht nice und sleek aus, Freunde? So, Freunde, ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen, ja, und zwar, wenn wir das Ganze als Benchtable aufbauen wollen würden, ja, ich lege das Ganze jetzt mal sehr unorthodox auf den Tisch, ja, Gecko legt hier natürlich zusätzlich noch ein paar gummierte Standfüße mit bei, ja, die können wir dann entsprechend auf die Oberfläche anbringen. Als nächstes schauen wir uns hier von AlphaCool die Radiatorfüße an. So. Und das ist auch tatsächlich schon alles. So, und das Schöne hier an den Standfüßen selbst, die sind schon vormontiert von AlphaCool. Ja, sehen auch sehr wertig aus, komplett aus Metall gefertigt, mit dem OC AlphaCool Logo. Ja, sehr, sehr schick. Und ja, Standfüße hat das Ganze auch mit
Gummierung hier von unten, dass das Ganze entsprechend schön entkoppelt und gerade auf eurem Tisch oder unter eurem Tisch positioniert werden kann. So, wir nehmen die Teile jetzt nämlich ein bisschen weiter auseinander und schauen uns das mal an. Ja, wir haben hier die 1/4 Zoll Gewinde für unsere Fittinge. Das heißt, die müssen hier zur Seite rausschauen, damit wir das Ganze fixieren können. So, schauen wir uns mal hier jetzt im Genauen an, wie das Ganze auf den Standfüßen steht. Also es sieht schon ziemlich fresh aus, muss ich zugeben. So ein fetter Radiator. Ja, und natürlich könntet ihr hier jetzt auf allen Seiten Lüfter draufklatschen. Ja, ihr könntet hier 18 Lüfter auf das Ding draufhauen, 9 von jeder Seite. Und das wäre schon ziemlich nice, ja, wäre schon ziemlich sick. Ja, und die Idee als solche ist entsprechend hier neben diesem Mega-Radiator, ja, könnt ihr euch das einfach, wie fett das Teil ist. Hier übrigens, das ist das Ding, Alphacool Nexus XT45 Supernova, ja, Hammer-Ding. Und daneben wirkt das Gecko ITX-R mit GPU natürlich schmächtig, aber das ist doch das Coole, ihr könnt das Ding auf eurem Schreibtisch haben und das Teil irgendwo unter den Schreibtisch verfrachten und habt ein mega nices Gesamtsetup. Übrigens, hier, wenn ihr einmal beim Gecko reinschaut, dann seht ihr hier noch 1-2 Schraubenösen. Ja. Dafür haben wir auch noch das letzte Tütchen hier im Lieferumfang für die SSD. Also eine SATA-SSD würde sich hier auch seitlich schön verstecken lassen. Und ich finde den Gesamtaufbau, ja, von dem Gehäuse einfach wirklich richtig gelungen. Sieht einfach schick aus, keine Kabel, die irgendwo abstehen oder sonst irgendwie ja, unnötige Elemente. Die GPU, Mainboard, Netzteil, alle Komponenten von dem System haben hier ihren Platz. Ja, und das Ding hier ist eine coole Idee. Also ich muss noch schauen, mit welcher CPU ich das Ganze dann letzten Endes hier mit dem Supernova testen werde. Spätestens, wenn der Ryzen 5800X 3D draußen ist, werde ich das Ganze mit Project Duck Colossus testen. So, Freunde, das war es jetzt erstmal soweit zu dem Gecko ITX-R und ich muss zugeben, ich bin hin und weg. Das Gehäusekonzept gefällt mir so unglaublich gut. Verarbeitungstechnisch gibt es hier rein gar nichts dran auszusetzen. Das Konzept, ja, einen Luftkühler eurer Wahl hier drauf zu verbauen, eure GPU hier in diesem Winkel so zu präsentieren, als ob sie schweben würde, das Ganze als Testbench entweder horizontal oder vertikal aufzustellen und ja, alles in diesem kleinen, wunderschönen SFF-Konzept. Ja, es gefällt mir richtig gut. Die Idee mit dem 1080mm Supernova unter dem Tisch und das Teil neben dem Monitor, ja, wirklich überwältigend. Damit können wir selbst den i9-12900K hier in dem System ohne weiteres bändigen. Das, was mich hier am meisten umgehauen hat, ist der Preis von unter 80 Euro. Was ich euch soweit sagen kann, ist, dass dieses Konzept in Thailand gefertigt wird und entsprechend von dort auch vertrieben, verschickt. Und damit könnt ihr ja so 10 bis 20 Euro noch in den Zoll mit einrechnen. Ja. Ist jetzt nicht die Welt, aber sollte man im Hinterkopf haben, ja, dass dann vielleicht noch eine zusätzliche Rechnung mit drankommt. Aber ihr habt auf jeden Fall ein enorm krasses ITX-Konzept, das ihr sonst so in Deutschland ja von keinem anderen Hersteller geboten bekommt. Gefällt mir richtig gut. Von daher Daumen gehen raus an das Gecko ITX-R und bis dahin Gaming Fitness, that's you see on GAX TV.